Hallo ihr Lieben, das ist das Video, auf das einige von euch schon so sehnsüchtig gewartet haben, die Jahresvorausschau 2021. Ich möchte gleich am Anfang sagen, dass es darum geht, dass jeder, du, in die Selbstermächtigung kommst. Das bedeutet, dass du deine Wahrheit immer in dir selbst findest und du auch auf diese Wahrheit vertrauen darfst. Das ist letztendlich das Allerwichtigste, das für jedes Jahr gilt, auch für das Jahr 2021. Ich habe Dinge aus der Akasha-Chronik bekommen, energetische Voraussagungen für 2021, die dich dabei unterstützen sollen, eben mehr zu dir zu kommen und das Bestmöglichste aus jedem Moment zu machen. Und diese Voraussagungen, die ich jetzt dir gleich mitteilen werde, dienen nicht dazu, dich auszuruhen und nicht mehr an deine eigene Kraft und Wahrheit zu glauben, sondern eben gerade im Gegenteil sollen sie dich animieren, diese Wahrheit, die Wahrhaftigkeit in dir zu finden. Und sie sollen dich dabei unterstützen, wirklich dein höchstmögliches und größtes Selbst zu sein. Gut. Diese Botschaften kamen dieses Jahr auf sehr lustige Weise zu mir. Ich bin in der Nacht aufgewacht, es war Nacht, und ich hatte den Impuls, auf meine Stelle hoch oben am Berg zu gehen, bei meinem geheimen Stein. Und bin dann aufgewacht, mitten in der Nacht, und aufgestanden, habe mich angezogen und bin stockdunkel, also es war stockfinster, dunkel, bin ich durch den Wald gestapft, hinauf den Berg, und habe dann dort oben an meiner Stelle ziemlich lange meditiert und darum gebeten, dass diese Botschaften, die eben unserem allem höchstmöglichen und optimalsten Wohl dienen, zu mir kommen. Und das taten sie dann auch. Und deshalb habe ich diese ganzen Botschaften, die kamen, jetzt schon aufgeschrieben, und ich werde sie teilweise vorlesen, teilweise werde ich aber auch noch die Wahrnehmung, die ich dazu habe, dir auch mitteilen. Das Erste, was ich ganz klar bekommen habe von den 9 Punkten, der stärkste Punkt war, das Jahr 2021 steht ganz im Zeichen der Klarheit und Entscheidungen. Wofür, wo will ich hin, was ist meine Wahrheit? Und zwar in jeglichen Lebensbereich. Wofür stehe ich? Und das ganz Krasse, was wahr ist, es gibt keine Kompromisse mehr. Das Bild, das mir kam, war ein Hin- und Herschwanken. Wenn du nicht in der Klarheit in dem Jahr 2021 bist, dann wirst du herumgebeutelt, dann wirst du keinen Stand finden, sondern es wird dich von der einen Meinung, von der einen Situation in die andere hin und her schwanken, weil das Außenfeld von dir Besitz ergreift. Und deshalb gibt es für dich im Jahr 2021, darfst du keine Kompromisse mehr machen von deiner inneren Herzenswahrheit. Was nicht bedeutet, bitte nicht falsch verstehen, Kompromisse eingehen aus der Klarheit heraus, weil man jemanden liebt und weil man dadurch nicht sich selbst verleugnet, sondern weil man aus dem Herzen heraus etwas für jemanden anderen tun möchte, ist vollkommen in Ordnung. Aber ich meine hier Kompromisse, wo du dich vollkommen verleugnen würdest, wo du ganz gegen dein inneres Herz, gegen deine innere Klarheit entscheiden würdest. Und dazu hast du 2021 nochmal ein Stückchen oder im ersten halben Jahr die Möglichkeit dazu. Auch aufgrund der äußeren Situationen. Es ist wichtig, Stärke und Festigkeit finden in dem, wofür du stehst, mehr denn je. Du musst einstehen für das, was du im Inneren fühlst. Und wenn du ganz tief einstehst für das, wofür du brennst, was du im Herzen fühlst, dann erschaffst du ein Feld, in dem du, und das war so spannend, in dem du gesehen wirst und in dem niemand eindringen kann und wird. Aber sobald im Jahr 2021 dieses Feld, diese innere Klarheit nicht gefestigt ist, haut es dich weg. Haut es dich weg und du musst wieder
von neuem anfangen oder du wirst spüren, wow, das ist ja nicht meins und mehr denn je. Also es steht ganz im Zeichen der Klarheit und wir werden einige Situationen und Ereignisse im Jahr 2021 erleben, die, wo wir einfach ganz, 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 ganz klar sein müssen und zu uns stehen, zu unserer tiefsten Wahrheit. Ja. Genau. Und wichtig ist auch, damit das nicht falsch verstanden wird, dieses Feld, das du erschaffst der Wahrheit, ist nicht ein Feld, weil du Anerkennung und Liebe oder gesehen werden brauchst, sondern, also dass du Widerstand schaffst, damit du gesehen wirst, damit du irgendwo dagegen bist, sondern weil du deine eigene Wahrheit, weil dahinter deine eigene Herzenskraft steht. Und dann kann dich nichts umhauen. Der Impuls dazu ist, geh jeden deiner Lebensbereiche durch und überprüfe, wo bist du noch nicht klar? Wo hast du vielleicht auch immer wieder dieselben Situationen, in die du eintauchst, die immer wieder dieselben Probleme, immer wieder dieselben Hindernisse? Wo bist du noch nicht klar? Und schreib dir das auf und werde dir da ganz klar, auch zu jedem Ding, zu jeder Sache, die im Außen ist. Was ist meine innerste Wahrheit dazu? Schreib dir das auf und verankere es in dir. Ja, der zweite Punkt. Im ersten Drittel des Jahres 2021 habe ich extreme Dunkelheit gesehen. Und mir fällt es sehr schwer, das jetzt mit dir mitzuteilen, weil ich möchte immer letztendlich dich in deine Kraft bringen, aber die Kraft steckt auch in der Dunkelheit. Und uns wird diese Dunkelheit im ersten Drittel des Jahres 2021 auch nochmal geschenkt, um eben in der Dunkelheit unser Licht zu fühlen und uns für dieses Licht zu entscheiden. Was so viel bedeutet, diese Dunkelheit, die kommt, also es sind einige Dinge, ich spüre eine enorme Enge, es wird noch enger werden. Es wird im Außenfeld versucht, uns noch enger einzuschnüren. Aber du weißt, es ist wie bei der Geburt, da ist es erstmal eng. Und wir müssen alle durch diesen Geburtskanal durch diese Enge des Geburtskanals durchgehen. Das ist unser, so kommen wir auf diese Erde. Und das ist jetzt auch nochmal in den ersten 3-4 Monaten im Jahr 2021. Wir gehen jetzt nochmal durch diesen Geburtskanal durch und es wird verdammt eng werden und verdammt dunkel werden. Und diese Dunkelheit fordert uns aber auf, mehr denn je uns nochmal mit unseren eigenen Ängsten zu konfrontieren, unsere eigenen Ängste wirklich nochmal anzuschauen. Und wir werden auch mit denen mehr denn je konfrontiert werden. Vor allem mit unseren geht es darum, diese eigene Entscheidung der Freiheit, also was bedeutet Freiheit auch für mich, zu sehen, wo finde ich die Freiheit? Und gebe ich jemals jemandem im Außen mehr Macht über die Freiheit, über meine eigene Freiheit? Ich finde das eine sehr spannende Frage. Ja, was ist die restliche Angst, die ich habe? Todesangst, die Angst vor dem Tod. Und auch wenn du keine Angst vor dem Tod hast, was ist dann deine Angst? Und diese innere Dunkelheit, und das war sehr spannend, hat sich auch wieder gespiegelt. Ich habe plötzlich einen Computerbildschirm gesehen und da wurde es auch ganz schwarz. Und das Internet wurde ganz schwarz. Also was ich gefühlt habe, ist, dass es in irgendeiner äußeren Form auch Dunkelheit geben wird, in Form von Internetausfall, in Form von, dass wir spüren, auch hier wird etwas gekappt. Und das ist sehr spannend, weil im Moment wurde die Freiheit, so Geschäfte zusperren im Außen und viele haben jetzt angefangen, online-mäßig etwas aufzubauen. Und haben die Sicherheit in allen möglichen Bereichen in das Internet gelegt. Auch die Informationen zu bekommen, wenn man nicht Mainstream-Informationen möchte, dann zumindest eben im Internet Informationen. Und ich spüre einfach da eine Dunkelheit. Und einfach aus meinem Impuls jetzt heraus
was ich dir mitgeben möchte, einfach Daten zu sichern. Daten extern zu sichern. Das möchte ich dir mitgeben, inwieweit das jetzt schon eintritt oder zu einem späteren Zeitpunkt. Aber dieses Bild kam mir und ich habe extra nochmal nachgefragt und ich soll dir das weitergeben an dieser Stelle. Gut. Wichtig ist auch genau bei dem, dass wir uns auch nicht durch das Internet vernetzen, also nicht nur durch das Internet vernetzen sollen, sondern es ganz wichtig ist, dass wir uns in unserer Umgebung vernetzen und schauen, wo finde ich hier Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, Menschen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, Menschen, wo wir wissen, hier können wir, sollte kein Strom, sollte alles Mögliche wegfallen, hier haben wir Menschen, mit denen wir zusammen sein können. Auch Menschen, weil es wurde uns ja auch im Außenfeld genommen, teilweise, dass wir niemanden sehen dürfen, aber wo finde ich trotzdem noch mein Netzwerk fernab vom Internet, fernab vom Handy? Eine ganz wichtige Impuls oder eine Frage, ein Impuls, den ich dir mitgeben möchte an dieser Stelle. Was ich auch gesehen habe, hinter dieser Dunkelheit, hinter diesen dunklen Bildschirmen, erleuchtet das Herz wieder. Und wir spüren dann auch wieder mehr die Verbundenheit. Wir spüren das wirkliche Licht. Es wird für viele sehr krass sein, weil sie ihr Leben im Internet haben, aber wir werden auch wieder auf unsere eigene Fähigkeit, und da dürfen wir wieder hinkommen, die Fähigkeit miteinander zu kommunizieren, fernab von Handy, fernab vom Internet, sondern durch das dritte Auge, durch die Zirbeldrüse, durch unsere Fähigkeiten. Ich habe dazu einen Mini-Online-Kurs, einen kostenlosen, den findest du auf meiner Seite zur Aktivierung des dritten Auges und der Zirbeldrüse und auch ein Intuitionstest, den möchte ich dir jetzt einfach mitgeben an dieser Stelle, findest du auf seelen.vision. Ja, und wenn das passiert, fühle ich einen definitiven Crash. Also es ist danach, nach dieser Dunkelheit, die ich da gefühlt habe, war erstmal enorme Stille. Und da möchte ich jetzt mal zu diesem Punkt weiterkommen. Die enorme Stille, die dann dann eintritt, eine große Stille, eine Leere. Es ist wie ein großes Stillschweigen der Menschen. Und was ich auch sehr stark gefühlt habe, das ist jetzt der dritte Punkt, ist das Thema der Scham. Das Thema, das Gefühl, die Emotion der Scham, was sehr stark hochkommt in den Menschen. Und das hat auch damit zu tun, und jetzt komme ich gleich, dritter und vierter Punkt sind sehr eng miteinander verknüpft, dass ganz große Lügen aufgedeckt werden 2021. Und Lügen mehr denn je aufgedeckt werden. Das heißt, es werden große Lügen, wie auch jede kleinste Lebenslüge, hat keine Chance mehr. Die Schwingung verbietet es, Lügen zu haben. Und sie werden aufgedeckt werden. Als Impuls für dich, schau, wo lebst du noch eine Lüge? Wo verleugnest du dich? Wo lebst du auch kleine Lügen? Und wie kannst du die Kraft und die Stärke in dir entwickeln, dass du diese kleinen Lügen vielleicht nicht mehr brauchst? Also die Lügen, auch große Lügen, politische Lügen, werden aufgedeckt werden. Auch in Amerika nehme ich das sehr stark wahr, dass da die Wahrheit ganz stark ans Licht kommt. Und ich habe auch Amazon gesehen, dass da auch, wie habe ich das geschrieben? Ja, Amazon wird an Macht verlieren, weil da auch eine große Lüge aufgedeckt werden wird. Also die Masken werden fallen, die Masken der Lügen werden fallen in jeglicher Hinsicht, weil sie weggeschwemmt werden von der Flut des Lichtes. Und da ist wichtig, die Verbundenheit zu den anderen Menschen zu sehen. Also wie kannst du die Lügen loslassen, deine Lebenslügen loslassen? Und da kam mir als Impuls, weil ich ja immer gleich frage, okay, was ist denn dann ein Impuls für dich, für uns?
Und da kam der Impuls, in die Verbundenheit wieder mit den anderen Menschen zu gehen. In die Verbundenheit, nicht in die Unabhängigkeit zu gehen, weil wir glauben, wir müssen unabhängig sein, sondern wieder in die Verbundenheit zu kommen. Und die stärkste Verbundenheit, die bei so vielen Menschen geschwächt ist, ist die Verbundenheit zur eigenen Göttlichkeit, zu Gott. So. Und die darf wieder gestärkt werden. Und diese Verbundenheit, und das war ein ganz spannender Satz, wird gestärkt werden durch die Unverbundenheit, die erstmal passiert. Also durch dieses Außenfeld, wir dürfen einander nicht mehr sehen, entsteht letztendlich eine größere Verbundenheit. Ich spürte auch aufgrund dieser Lügen, die aufgedeckt werden, große Unruhen und einen großen Tumult. Also Menschen, die auch aufstehen werden. Und ja, große Unruhen habe ich auch gespürt und wahrgenommen, die nicht mehr aufzuhalten waren. Also ich spürte da wirklich wie so ein Energieschub von Menschen, die aufgebracht sind und die auf die Straße gehen. Und da möchte ich dir jetzt, das steht jetzt nicht da, das habe ich jetzt nicht bekommen, aber da kommt mir jetzt gerade intuitiv ein Impuls, und zwar: Schau immer, warum du mitmachst. Ist es aus einem Widerstand heraus, weil du gegen etwas sein möchtest, weil du vielleicht da eine große Angst hast, die du nicht anschauen möchtest, die du nicht sehen möchtest? Oder ist es wirklich, weil du es aus dem Herzen hin spürst? Überprüfe das. Gut. Dann war noch Nummer 3. Nummer 4 habe ich, genau, diese Stille, diese Leere, die ich ab der Mitte sehe, ab der Mitte von 2021. Und auch zum Sommer hin fühle ich, also so ab April, Mai, fühle ich auch wieder so ein Loslassen, also neben der Stille auch eine Lockerung der Leinen, dass wir wieder das Gefühl haben, wir wären wieder freier, wir können wieder mehr gehen, wir haben wieder mehr unsere, ja, unsere Freiheit. Die Leinen werden losgelassen, um sie dann eventuell noch mal enger zu schnallen, dass wir mit dem Wenigen noch mehr dann froh sind, dass wir das dann zumindest haben. Also es ist immer so ein Schwung, das kennt man von früher, von den Sklaven, dass man ihnen manchmal große Freiheiten gelassen hat, 3 Tage, meistens zu Weihnachten konnten sie machen und tun, was sie wollten, und dann waren sie wieder zufrieden mit dem, was sie hatten, weil sie ja spürten, wir haben ja mal die Freiheit gehabt. Und deshalb zu fühlen, zu spüren, wo liegt deine Freiheit und kann dir überhaupt irgendjemand im Außen deine Freiheit nehmen? Und warum kann er oder sie dir diese Freiheit nehmen? Eine Frage, ein Impuls, den ich dir auch noch mitgeben möchte. Was ich auch noch gefühlt habe, ist, dass die Erde leichter wird. Und leichter, als ich danach gefragt habe, habe ich sehr viele Seelen einfach aufsteigen sehen, exkarnieren sehen. Was so viel bedeutet, dass einige Menschen oder viele Menschen 2021 auch sterben, gehen werden. Aber nicht aufgrund von Corona, wahrscheinlich aufgrund der Maßnahmen von Corona, aber viel, viel mehr, weil diese Seelen einfach jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit dieser hohen Schwingungsebene, in die wir jetzt eintreten, einfach umgehen können und deshalb exkarnieren, um dann zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. So dürfen wir das immer im Kreislauf sehen. Eine Seele exkarniert, weil es der Zeitpunkt gekommen ist, dass sie jetzt einfach auf eine andere Ebene wieder zurückkehrt. Was ich dann auch gefühlt habe, ist für 2021 sehr viel Wasser. Ich habe das schon in einer Akasha-Lesung vor ein paar Monaten gesehen. Ich nehme sehr viel Wasser, wie eine große Flut, die kommen wird. Es hat damit zu tun, die Erde, die sich zeigt, das hat bereits begonnen, die Erde, die auch uns wieder durch verschiedene Aktivitäten, durch verschiedene Naturkatastrophen uns an unsere eigene Macht erinnern möchte,
uns an die Kraft, die wir haben, auch unser Feld sofort zu verändern. Die Erde kann ihr Feld mit einer großen Flut, mit einem Vulkanausbruch von einer Sekunde auf die andere verändern. Und wir sind nicht minder wie die Erde, wenn wir uns wieder mit ihr verwurzeln und verbinden und eben mit dem großen Geist. Dann spüren wir diese Macht, diese Kraft, die wir haben. Und da komme ich eben schon zu einem der wichtigsten Punkte, die ich auch schon in einem anderen Video von mir gesagt habe. Kannst du auch anschauen, Macht heißt dieses Video. Nimm dir deine Macht zurück. Dich mit dem Wort der Macht zu verbinden. Wo lebst du nicht deine Macht? Wo siehst du Macht als etwas Schlechtes an und gibst sie deshalb jemanden anderen mehr Macht über dich? Es ist jetzt der Zeitpunkt zu kommen, dass du wieder deine Macht, deine Kraft zu dir zurückholst. Und das kannst du nur, indem du jetzt in diesem Moment bist. Jetzt in diesem Moment ist alles gut und da ist deine Kraft, deine Macht zu Hause. In deinem Sein, in deinem Selbst, das unendlich kraftvoll, machtvoll, das einfach jetzt in diesem Moment ist. Der 8. Punkt war, sich zu verbinden mit anderen Menschen, mit bewussten Menschen. Ein Netzwerk zu schaffen, ein Netzwerk auch zu schaffen, der Verbindung und dass du abgesichert bist in einer Hinsicht, zum Beispiel, wo kriegst du deine Eier her, wo kriegst du frisches Gemüse her, auch zu lernen, wie Samen zu Hause zu haben, um selbst Dinge anzupflanzen, zu säen, wo kriegst du frisches Wasser her, fernab von all den Dingen, Lebensmittel, also einfach zu schauen in deinem Umfeld, fernab vom Internet, fernab von Supermarkt oder so, wo kannst du dein Feld, dein Umfeld kreieren, dass du gut leben kannst, dass du gut genährt bist. Also schließ dich zusammen, Food Corps, verschiedene Bauern, die Nachbarin, die vielleicht Hühner hat. Verbindet euch wieder mehr miteinander. Es wird jetzt alles gerade getan dafür, dass wir uns nicht mehr verbinden, dass wir uns nicht begegnen. Dabei ist diese Begegnung so wichtig, uns miteinander zu vernetzen. Im Umfeld, nicht nur im Internet, auch im Umfeld. Und was mir noch ganz klar kam als Impuls, war, dich gut pflanzlich ausgewogen zu ernähren. Und dein Blut, ich habe das Blut gesehen, das Blut geschmeidig zu halten. Chlorophyll, grüne Stoffe, Selleriesaft, Chlorella, Spirulina, Weizengras, all diese Dinge. Dein Blut darf geschmeidig sein. Der Lebensfluss in dir darf aufrechterhalten werden. Das ist das Stärkste, damit dein Immunsystem einfach stark ist. Und das ist der Stärkste, die Lebenskraft, dein Lebenssaft wird dadurch gestärkt. Und das hat auch damit zu tun, mit deine Zirbeldrüse zu entgiften, wach zu sein, deine Intuition zu schulen, dein drittes Auge zu aktivieren und die Zirbeldrüse auch zu entkalken, damit du diese Klarheit in dir auch spüren kannst. Und wenn du da Impulse möchtest, findest du ganz viel auf meiner Membership-Plattform, der Intuition.community, die ich gegründet habe, um eben zusammen diesen Weg zu gehen, diesen bewussten Weg zu gehen, sich zu vernetzen und auch an der Intuition auch dran zu bleiben. Das Jahr 2021 steht auch für die Erwartungslosigkeit. Erwartungen dürfen fallen. Sei es Erwartungen, die wir in Politiker haben, in unser System im Außen haben oder Erwartungen, die wir an irgendwelche Leute in unserer Umgebung, die Familie haben. 2021 führt uns dahin, diese Erwartungen in uns zu stillen, in uns all das zu kreieren, versuchen zu kreieren, dass wir erwartungslos sind. Denn das Jahr 2022 wird das Jahr der Ernte werden. Es wird ein Jahr der Ernte werden von dem, was du in dir im Jahr 2021 aufkeimen hast lassen, aber in deinem Inneren. Und die Saat, die du jetzt gesetzt hast, in Form von die Saat, die du pflanzt,
diese Potenziale, das alles zu integrieren, in dir zu integrieren, nicht im Außen zu schauen, sondern in dir zu integrieren, wird dann im Jahr 2022 aufkeimen und zur Blüte kommen. Und je mehr du Erwartungen im Außen hast, also wenn jetzt der Politiker ist, dann wird es gut werden. Wenn wir jetzt wenn ich jetzt der Frau folge oder dem Mann folge, dann habe ich die Liebe oder dann bin ich geliebt. All das, da gibst du die Samen zu jemanden anderen, pflanzt du die Samen jemanden anderen zu. Und der Weg ist, all das, was du jetzt 2021 in dir nicht säst, wirst du 2022 nicht ernten können. Und das ist diese Kompromisslosigkeit, von der ich am Anfang gesprochen habe. 2021 ist einfach ein kompromissloses Jahr. Und das ist hart. Es kann hart werden. Es kann auch schmerzhaft werden. Es kann dich auch manchmal in die Resignation führen. Aber all das sind große Geschenke, wieder mehr in das Hier, in das Jetzt zu kommen und diese Freiheit, diese Macht, diese enorme Liebe und Stärke, die du in dir trägst, zu säen oder wieder zu erkennen und diesen Samen in dir ja, zu entfachen. Du bist nicht alleine, sei dir bewusst. Du bist niemals alleine. Du bist so geschützt und gestützt von so vielen anderen Menschen und vor allem von den Spirits, vor allem von dem, was du bist, diesen göttlichen Aspekt, das göttliche Sein, was du in dir trägst. Und sei dir dessen immer bewusst, egal in welcher Situation du dich befindest oder befinden wirst. Es kommt niemals eine Situation zu dir, auf dich zu, die du nicht meistern kannst. Also anerkenne diese Kraft, diese Liebe, diese Stärke in dir. Und ich wünsche dir einfach ganz viel Liebe und begleite dich sehr gerne auch auf deinen Weg. Deine Jacqueline.